zu unserer neuen Ausgabe der CESI Talks. Mein Name ist Matthäus Wandrzejewski, ich bin Vorsitzender der CESI Youth, welche die Jugendorganisation der CESI ist. Und mit mir ist heute Dennis Rathke. Herr Rathke ist EU-Parlamentsabgeordneter der CDU bzw. auf europäischer Ebene dann der EVP. Und er ist Mitglied im Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten. Herr Rathke ist so wie ich auch Nordrhein-Westfale, ich weiß aus dem Bereich Bochum. Genau, und wir als CESI sind Partner des Europäischen Parlaments und führen gemeinsam ein Projekt durch, das nennt sich WEEP, We European Parliament. Und hier geht es im Endeffekt darum, dass wir die Arbeit der EU, der europäischen Institutionen, aber auch vor allem der EU-Abgeordneten, der Vertreter des Volkes, den Europäern und hier auch fokussiert auf eher die Arbeitnehmer etwas näher bringen möchten. Aus diesem Grund haben wir heute Herrn Rathke zu uns eingeladen und möchten ihm 2, 3 Fragen stellen. Kommen wir also gleich zum Interview. Heutzutage ist es so, dass die EU immer wieder in der Kritik, vor allem jetzt zu Corona-Zeiten, stark steht. Wenn wir uns mal an die Zeit nach der Pandemie anschauen möchten, deswegen würde ich fragen, was schätzen Sie, Herr Rathke, wie bedeutend ist die Arbeit des Europäischen Parlaments in Bezug auf die Erholung der europäischen Wirtschaft nach der Pandemie? Und würden Sie auch sagen, dass Arbeitnehmer in der EU besser geschützt sind als in anderen Ländern vielleicht? Ja, hallo, Glück auf. Erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung. Und ja, zu Ihrer Frage ganz konkret, also das Parlament oder insgesamt auch die EU leistet, glaube ich, einen riesigen Beitrag zur Bewältigung dieser Krise. Da ist zum einen sicherlich der Umgang mit der Frage Pandemie und auch Impfstoff, Schutzausrüstung. Da gibt es natürlich im laufenden Verfahren auch eine Menge Kritik. Aber es wird ein bisschen außer Acht gelassen, dass das, was erreicht worden ist, nämlich dass wir innerhalb von weniger als 12 Monaten von Ausbruch der Pandemie mittlerweile nicht nur einen Impfstoff zur Verfügung haben, sondern bereits damit begonnen haben, Menschen zu impfen. Das ist in der Geschichte der Medizin bisher einmalig und das hat auch was mit der Unterstützung von Europa zu tun. Und wenn jetzt gesagt wird, das lesen wir vor allen Dingen in den Boulevardmedien immer wieder. Ja, die EU war zu geizig. Nur 2,7 Milliarden Euro hat man ausgegeben. Also erstmal finde ich, nur 2,7 Milliarden, das ist kein Kleingeld, das ist ihr Steuergeld. Das ist das eine. Und in diesem Betrag sind die Kosten für die einzelnen Impfdosen noch gar nicht enthalten, sondern wir reden hier über Geld, das die EU in die Hand genommen hat, um Forschung zu unterstützen, um Produktionskapazitäten auszubauen. Das heißt, um wichtige Vorfinanzierungen zu leisten, ohne die wir jetzt noch gar keinen Impfstoff zur Verfügung hätten. Nicht alles ist toll, nicht alles war super, darum geht es mir auch nicht. Nur die Art und Weise, wie vieles zurzeit bewertet wird, finde ich höchst ungerecht und auch nicht sachgerecht. Und jetzt auch zu der Frage, die uns mindestens genauso beschäftigt, nämlich wie geht es nach der Pandemie weiter? Wir erleben die schwerste Wirtschaftskrise in der Geschichte der Europäischen Union. Und deswegen war uns als Parlament auch wichtig, dass wir gemeinsam in der EU eine starke solidarische Antwort auf diese Krise geben. Weil es ist eben keine deutsche Krise, niederländische Krise, tschechische Krise, sondern es ist eine Krise, die wirklich symmetrisch quer durch die gesamte Europäische Union geht. Und da haben wir den Recovery Fund als EU auf den Weg gebracht, ein 750 Milliarden Euro schweres Paket. Erstmalig auch teilweise finanziert durch die Aufnahme von Schulden. Und was uns auch als CDU-CSU in diesem Prozess immer wichtig war, wir wollten keinen Riesentopf, der am Ende dazu dient, Wahlversprechen in einzelnen Ländern einzulösen, sondern wir wollten einen Topf, der zur Bekämpfung der Krise einen Beitrag leistet, aber der das tut, indem die Investitionen nach vorne gerichtet sind. Investitionen in Digitalisierung, in CO2-neutralen Umbau der Wirtschaft. Also Investitionen, die im Grunde nicht nur die Wirtschaft wieder aktivieren, sondern gleichzeitig auch eine Grundlage legen für künftigen Wohlstand. Das ist uns besonders wichtig
Und ich denke, man kann mit Fug und Recht behaupten, dass das Europäische Parlament als Vertreter der Bürger ein Motor in diesem Prozess gewesen ist. Sehr gut, vielen, vielen Dank dafür. Es ist natürlich eine spannende Frage und spannende Zeit, der wir alle entgegenblicken, wann es endlich vorbei ist und wie es dann weitergeht mit der Wirtschaft. Und ja, wie Sie sagen, es ist eine globale Krise und nur gemeinsam können wir da stärker daraus herausgehen. Zu einem anderen Thema ganz kurz. Sie sind auch Berichterstatter bei der Überarbeitung der EU-Betriebsratsrichtlinie. Ich selbst war jahrelang Mitglied im Personalrat bei einer Kreisverwaltung in Lippe in NRW und bin da auch selber sehr interessiert tatsächlich, ob Sie uns in Kürze vielleicht den Stand der Dinge dort präsentieren könnten. Welche Veränderungen gibt es zur Vergangenheit und vielleicht auch, was für neue Implementierungen würde es dann in Deutschland geben können? Also der Stand der Dinge ist erstmal der, dass auch hier Corona alles durcheinander gewürfelt hat. Die eigentliche Planung war mal Anfang letzten Jahres, dass wir im Oktober 2020 zu einer Anhörung im Parlament zusammenkommen mit Experten, also gemeinsam mit Betriebsräten, mit Sozialpartnern, mit Unternehmern, um einfach eine ehrliche Einschätzung des Status quo zu bekommen und auch nochmal eine Einschätzung aus der Praxis zu bekommen, was läuft gut und wo haben wir noch Luft nach oben. Durch Corona und auch ein Stück weit durch Brexit ist das alles durcheinander gewürfelt worden, sodass wir, dass der Status quo ist, dass wir immer noch keinen Termin für diese Anhörung haben, aber was ich sagen kann, ist, was mir als Berichterstatter bei dieser Frage besonders wichtig ist. Und für mich ist sicherlich, es gibt immer wieder eine öffentliche Diskussion darüber, dass wir bei der Gründung von Europabetriebsräten noch Luft nach oben haben. Das stimmt. Die Frage, wie können wir da Anreize setzen, um mehr Gremien zu gründen, ist aber für mich nur ein Aspekt, weil viel wichtiger als die Frage der Quantität ist für mich die Frage der Qualität. Und wir erleben gerade auch jetzt in dieser Pandemie, in dieser Wirtschaftskrise, dass die multinationalen, die multieuropäischen Unternehmen ihre Entscheidung, was Restrukturierung, was Stellenabbau angeht, natürlich transnational treffen. Aber die Reaktion auf der Arbeitnehmerseite ist immer national bzw. lokal. Und ja. Jetzt ist es formal so, Europabetriebsräte haben eigentlich bei transnationalen Maßnahmen das Recht, zuerst informiert zu werden. Was passiert aber in der Praxis, wenn das wie in den allermeisten Fällen nicht geschieht? Da kann der nationale Betriebsrat ein Bußgeld beantragen. Das wird in den meisten Fällen gar nicht praktiziert. Und die Rechtsfolge ist eigentlich gleich null. Und wenn wir das ernst nehmen wollen, wenn wir sagen wollen, wir wollen Arbeitnehmerinteressen auch wirklich aus europäischer Sicht auf ein Level, auf Augenhöhe auch bringen, mit Managementvertretern, dann hilft es am Ende nur, wenn man sagt, wer sich da an die Spielregeln nicht hält, der kann auch die Maßnahmen nicht umsetzen, solange bis die Spielregeln auch eingehalten sind. Das finde ich wäre ein ganz wichtiger Aspekt. Ein zweiter Punkt, über den man mal diskutieren muss, ich weiß, dass es auch bei Gewerkschaften, bei Betriebsräten durchaus kritisch gesehen wird, ist die Frage, brauchen wir nicht eine Rechtsgrundlage für eine Art europäischen Rahmensozialplan? Das heißt, ich will nicht, dass in Zukunft Sozialplanverhandlungen im Europabetriebsrat geführt werden. Aber brauchen wir nicht die rechtliche Möglichkeit, dass Europabetriebsräte wenigstens sich auf Mindeststandards, auf Eckpunkte verständigen können, um zu verhindern, dass bei transnationalen Maßnahmen beispielsweise einzelne nationale Standorte gegeneinander ausgespielt werden. Ich finde, über solche Dinge muss man einfach reden in diesem Prozess. Und das ist einfach das, was mir als Berichterstatter an dieser Stelle ganz besonders wichtig ist. Weil, muss ich sagen, ich habe ja einen gewerkschaftlichen Hintergrund und die Europäisierung, Internationalisierung im Managementbereich, das haben wir seit 20, 30 Jahren. Und wenn wir ehrlich sind, was die Mitbestimmungsseite angeht, laufen wir da der Musik bisher hinterher. Das stimmt.
Das sind auch die Erfahrungen, die ich selber als Gewerkschafter immer wieder gemacht habe, dass wir tatsächlich dahinter laufen. Und wie Sie sagen, Qualität ist wichtig, deswegen muss man da auch schauen, dass man immer up-to-date ist, immer Fortbildung hat zu dem Bereich. Was ich vielleicht noch ganz kurz so nachfragen würde, weil die Zeit läuft uns tatsächlich davon, gibt es sowas wie die Idee einer europäischen Jugend- und Auszubildendenvertretung auf deutscher Ebene? Gibt es das? Ich weiß noch, in Österreich gab es eine Jugend- und Auszubildendenvertretung in den Betrieben. Österreich hat das die Regierung eine Zeit lang versucht, zu kippen, diese Institution der Arbeitnehmervertretung von jungen Arbeitnehmern abzuschaffen. Haben Sie da eine Möglichkeit oder eine Idee, dass sowas auch auf europäischer Ebene tatsächlich etabliert werden könnte? Das wäre ein spannender Punkt. Also Sie sind jetzt der Erste, der mich darauf anspricht. Ja. Also von daher, ich bin ja weder allwissend, noch nehme ich das für mich in Anspruch oder behaupte, allwissend zu sein. Von daher bin ich ja froh und dankbar, wenn ich da auch Anregungen bekomme. Ich denke, wäre sicherlich auch ein guter Punkt, den man mit der einen oder anderen Jugendvertretung hier in Deutschland mal diskutieren würde, wie da überhaupt der Bedarf ist an der Stelle. Aber ich finde, das ist ein interessanter Punkt. Ich bin da sehr offen. Ja, sehr gerne. Dann haben wir ja schon etwas, woran wir in Zukunft zusammenarbeiten könnten. Die Zeit läuft uns davon tatsächlich. Wir möchten das heute nicht in die Länge ziehen. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit und die Teilnahme. Weiterhin ein gutes Händchen, dass wir da gemeinsam gestärkt aus dieser schlimmen Zeit, die wir jetzt gemeinsam erleben, herauskommen. Vielen, vielen Dank. Alles Gute für Sie, ja? Ich danke und wünsche ebenfalls alles Gute. Glück auf. Danke, Glück auf.